Seit Wochen, wenn nicht Monaten, wird immer wieder spekuliert, dass es zu einem großen Kurseinbruch kommen wird. Vor allen Dingen jetzt in den Sommermonaten. Das ist die Zeit, in der traditionell die Kurse eher schwach sind, in der es auch immer wieder mal größere Einbrüche gab. Aber es gibt auch und gab auch Jahre, in denen während der Sommermonate die Kurse gestiegen sind. Also, Tatsache ist, niemand weiß, wie sich Kurse künftig entwickeln. Deshalb schauen wir uns die Fakten an. Eine große Rolle spielt natürlich die Zinspolitik der Notenbanken. Und da ist eher Entspannung angesagt. Die Inflationsrate in Amerika ist ja deutlich, überraschend deutlich auf 3% gesunken. Damit hat eigentlich niemand so wirklich gerechnet und das hat zu dem letzten Kursanstieg geführt. Und damit sind natürlich Spekulationen immer mehr, dass die Notenbanken die Zinsen nicht weiter erhöhen, dass ein Ende erreicht ist und dass vielleicht sogar die Zinsen sinken könnten. Denn niedrigere Inflationsraten weisen natürlich auch darauf hin, dass ein Nachfrageproblem entstanden sein könnte. Bei hoher Nachfrage können die Unternehmen leichter Preise erhöhen. Sinkt die Nachfrage, ist das nicht mehr so einfach möglich. Und das könnte natürlich auch eine Ursache sein, neben den zurückgegangenen Energiepreisen. Wie läuft es in Amerika allgemein? Zunächst, es ist Vorwahlkampf oder Wahlkampfzeit. Und in der Regel sind das gute Jahre, weil die Regierung, die an der Macht ist, natürlich alles dafür tut, dass dann zum Zeitpunkt der Wahl die Stimmung in der Wirtschaft gut ist, die Arbeitslosigkeit niedrig, damit die Chance deutlich höher, dass die bestehende Regierung wiedergewählt wird. Also in der Regel gute Zeiten, das spricht nicht für deutlich einbrechende Kurse. Und Joe Biden hat ja schon einiges dafür getan. Mit dem Inflation Reduction Act, mit diesem enormen Fördertopf, mit dem Milliarden ausgegeben werden, um Firmen und Investitionen anzusiedeln und neue Investitionen zu fördern. Und das hat er natürlich auch ein wenig mit Blick auf den Wahlkampf gemacht. Auf der anderen Seite bedeutet das aber mittel- und langfristig, dass damit die Staatsverschuldung aller Wahrscheinlichkeit nach steigen wird. Und steigende Staatsverschuldung bedeutet tendenziell höhere Zinsen, denn wenn mehr Kredite nachgefragt werden, auch von Seiten des Staates, dann müssen dafür höhere Zinsen bezahlt werden, um entsprechende Nachfrage wiederum zu erzeugen. Also sowohl positive als auch negative Signale in Amerika. Die Wirtschaft allgemein läuft in Amerika noch relativ gut. Beschäftigung auch relativ stark, aber es gibt Problembereiche, beispielsweise auf dem Gewerbe- und Büroimmobilienmarkt. Das war ja auch der Auslöser für die Bankenkrise, gerade der kleinen und mittelständischen Banken, die gerade zu Jahresanfang so enorm gelitten hatten unter Kreditausfällen, eben wegen dieser Probleme am Gewerbe- und Büroimmobilienmarkt. Und da spielt natürlich die Homeoffice-Zeit eine Rolle. Viele Menschen sind nach Corona nicht mehr in die Büros zurückgekehrt, Büroflächen wurden nicht mehr benötigt oder verkleinert und all das hat zu einer höheren Leerstandsquote geführt und damit natürlich auch zu einer kritischen Phase, was Rückzahlung von Immobilienkrediten betrifft. Es kam zu Kreditausfällen und all das hat die Lage natürlich erschwert. Also es gibt Problembereiche in Amerika, aber im Großen und Ganzen läuft die Wirtschaft nach wie vor in Amerika relativ gut, auch wegen dieser enorm hohen Fördertöpfe. China war ja die große Hoffnung. Noch zu Beginn des Jahres haben viele gesagt, nach den auslaufenden Corona-Maßnahmen, da wird es in China deutlich aufwärts gehen und das wird allgemein die Weltwirtschaft deutlich nach oben ziehen. Noch im März war eben diese Stimmung, was die Zukunft betrifft, deutlich positiver als heute. Heute ist diese Stimmung deutlich gedämpft, weil dieser
große Nachfrageschub aus China bis heute ausblieb. China hat selber Probleme. Auf dem Immobilienmarkt, da kam es ja zu einer Blase und da hat es große Immobilienkonzerne erwischt und unter diesen Problemen leiden viele heute noch. Denn viele Chinesen haben auch in diesen Immobilienmarkt investiert und diese Blase, die da geplatzt ist, die hat viele erwischt und das hat eben auch zu einer deutlich gedrückten Stimmungslage beigetragen. Und auf der anderen Seite hoffen aber mittlerweile viele, dass die chinesische Regierung jetzt aktiv wird, weil eben die Wachstumsraten in China schwächeln, dass sie die Wirtschaft in China befeuert, Konjunkturmaßnahmen und Konjunkturprogramme auflegt und das würde natürlich wiederum einen sehr positiven Schub auslösen. Also auch aus China zwiegespaltene Sicht, aber grundsätzlich mal Enttäuschung im Vergleich noch vor einigen Monaten. Wie sieht es in Europa aus? Europa schwächelt aktuell. Die Nachfrage in Europa ist nicht wirklich stark. Die hohen Preise, die hohen Inflationsraten haben viele Menschen verunsichert. Manche können es sich auch nicht mehr leisten, so zu konsumieren wie früher. Und all das hat eben auch die Nachfrage gedrückt. Auf der anderen Seite aber nach wie vor der Fachkräftemangel, der tendenziell zu höheren Preisen führt. Und auch das eben eher problematisch für die Wirtschaft, weil damit auf der einen Seite die Kosten nach oben getrieben werden, auf der anderen Seite aber bei schwächender Nachfrage ein Preisdruck nach unten geht und das drückt natürlich auf die Margen bei den Unternehmen. Allerdings, und das muss man auch sagen, je länger diese höheren Preise mittlerweile andauern, umso mehr gewöhnen sich die Menschen daran. Und wenn dann die Preise nicht weiter so deutlich erhöht werden und danach sieht es aktuell aus, umso ja, mehr dieser Gewöhnungsfaktor und plötzlich wird eben die Lage wieder ganz anders gesehen, weil man sich an die höheren Preise gewöhnt hat und das Leben wieder normaler aussieht und damit die Menschen wieder zu einem normaleren Konsumverhalten zurückkehren. Das wäre dann natürlich wieder positiv für die Wirtschaft. Problembereiche gibt es in Europa, eben auch diese, vor allen Dingen diese Probleme am Bau, wo die Nachfrage deutlich zurückgegangen ist. Die Zahl der Baugenehmigungen hat ja deutlich abgenommen wegen der höheren Zinsen und der gestiegenen Baukosten. Und Bauwirtschaft hat natürlich auch Auswirkungen, erhebliche Auswirkungen auf die allgemeine Wirtschaftslage. Also es gibt in allen großen Wirtschaftsräumen sowohl positive als auch negative Signale. Und von daher ist es wie immer, die Indikatoren, was die Zukunft betrifft, sind nicht eindeutig. Karl Valentin sagte mal, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und so ist es auch in der Wirtschaft. Was ist mein Tipp? Lassen Sie sich nicht verrückt machen von so kurzfristigen Entwicklungen. Denken Sie längerfristig. Es gibt Menschen, die warten ihr Leben lang auf den besten Einstiegszeitpunkt, auf die günstigsten Kurse. Und das führt bei manchen dazu, dass sie in ihrem Leben nie Aktien kaufen, weil sie diesen Punkt nie erwischen. Steigen die Kurse, dann denken viele, jetzt sind die Kurse etwas zu hoch. Ich warte mal ab, da kommt bestimmt noch ein Abschwung. Wenn dann die Kurse deutlich zurückgehen, dann ist Pessimismus angesagt. Dann bildet sich die Meinung, es ist noch zu früh, um zu kaufen. Die Kurse werden weiter zurückgehen. Ich warte weiter ab. Und je tiefer die Kurse dann fallen in großen Krisen, umso größer die Verunsicherung. Und dann gibt es eben nur noch negative Meldungen. Die Wirtschaft bricht zusammen und die Börse wird sich nochmal halbieren. Und all das vergrößert natürlich Angst und Panik, also wartet man ab.
Und dann gibt es immer weniger Investoren, die kaufen. Aber irgendwann, wenn die Kurse eben stark gefallen sind, dann reichen diese wenigen Käufer aus, um die Kurse wieder deutlich ansteigen zu lassen. Und das geht dann häufig relativ schnell. Und dann ist die Denkweise dieser Anleger, die versuchen, den besten Zeitpunkt zu erwischen, Mist, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt sind die Kurse schon wieder gestiegen, aber der nächste Einbruch kommt bestimmt, ich warte ab. Tja, und wie Sie sich vielleicht schon denken, die Geschichte wiederholt sich und so warten Sie ab und warten ab und verlieren irgendwann das Interesse und investieren nie in Aktien. Und das ist schade, weil gerade langfristig sind Aktien die Anlageklasse mit der höchsten Rendite. Warum das so ist, habe ich schon in einigen Videos immer wieder auch erklärt und begründet, weil es mit wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun hat. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, würde den Umfang dieses Videos deutlich sprengen. Also, mein Tipp: Denken Sie langfristig und schauen Sie sich Unternehmen mal etwas genauer an. Das machen in Wirklichkeit die wenigsten. Die meisten kaufen nur, weil sie sich Aktienkurse anschauen. Steigen die Kurse, haben Sie ein gutes Gefühl, kaufen Sie. Das bringt dann immer mehr Käufer zu immer höher steigenden Kursen und irgendwann sind die Kurse einfach zu hoch gestiegen und dann kommt es eben zu einem Einbruch. Und dann wird dieses gleiche Unternehmen, das noch ein paar Tage oder Wochen vorher als super gesehen wird, als indiskutabel gesehen, als Problemfall, nur weil diese Euphorieblase geplatzt ist und dann die Kurse wieder gesunken sind. Am Unternehmen selbst hat sich häufig überhaupt nichts geändert, weder an der Strategie noch an der Produktion oder am Umfeld, da ist vieles gleich geblieben, nur die Stimmung hat sich deutlich in der Wirtschaft geändert und das kam eben zu diesem Platzen und zu diesen Kurseinbrüchen. Und dann, wenn eben die Kurse wirklich wieder mal günstig werden, kaufen die allerwenigsten. Also schauen Sie sich Unternehmen an, schauen Sie sich an, wie diese Unternehmen aufgestellt sind, welche Produkte, Dienstleistungen sie herstellen, wie sie in der Vergangenheit Krisen überstanden haben, ob sie konstante Gewinne erwirtschaften oder beständig Verluste, wie diese Entwicklungen beim Umsatz, bei den Gewinnen sind, wie die Dividenden sind, all das, was ich in meinem Aktienbewertungsblatt immer wieder angesprochen habe, können Sie übrigens immer noch kostenlos über meine Homepage oder per E-Mail anfordern. Und dann, wenn Sie sich etwas tiefer mit Unternehmen beschäftigt haben, bekommen Sie einen ganz anderen Blick. Und dann sind Ihnen, ich spreche aus eigener Erfahrung, diese kurzfristigen Entwicklungen mehr oder weniger egal. Sie entwickeln ein eigenes Bewertungsmodell und kaufen dann aus Überzeugung und nicht aus einer Gemengelage heraus, aus Stimmungen mit einem unguten Bauchgefühl. Und dann bleiben Sie auch dabei, wenn zwischendrin die Kurse wieder mal zurückgehen und sehen das mehr als Kaufchance als Angst und Panik. Übrigens, noch ein Vergleich. Die meisten Menschen legen ein vollkommen anderes Kaufverhalten an den Tag, wenn es um Güter und Dienstleistungen geht, um Produktpreise, als wenn es um Unternehmenspreise geht. Wenn also der Preis für einen Porsche deutlich sinken würde, dann würden viele zuschlagen und diesen Porsche kaufen, das als günstige Kaufmöglichkeit sehen. Wenn die Preise von starken, von guten Unternehmen zwischenzeitlich zurückgehen, dann wird das mit Angst und Panik betrachtet. Und dann sehen Sie es nicht als günstige Kaufchance, sondern die Meinung entsteht, da muss ja irgendwas im Argen sein. Warum? Weil Sie diesen Porsche einschätzen können, weil Sie es als gutes Produkt sehen und bei Unternehmen, da sind Sie eben unsicher, weil Sie sich nicht wirklich mit Unternehmen beschäftigen. Machen Sie diesen Fehler nicht. Beschäftigen Sie sich wirklich
mit Unternehmen und sie haben ein vollkommen anderes Kaufverhalten und damit vollkommen andere Renditen langfristig gesehen. Das war's von mir. Wieder mal, ich freue mich wie immer, wenn Sie mir einen Like hinterlassen, wenn Sie das Video weiterverteilen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren. Und wenn Sie künftig keine Videos verpassen wollen, dann macht Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Auch darüber freue ich mich natürlich. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Kommen Sie gut durch den Sommer, wie auch immer. Und ich melde mich auch während des Sommers natürlich immer wieder mit Videos. Bis zum nächsten Mal.